Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge. So, was machen wir jetzt? Genau, hier. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexitor Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexitor Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexitoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexitoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexitoren. Ja, wie ist denn die alte Direktive? Erstmal Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ah, das glaube ich auch. So. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Ja, komm. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen. Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein. Wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Genau. Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Na klar, na klar. Elexator Kalax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Exekutoren nix. Sieht ganz so aus, als hättet ihr keine andere Wahl. Würdet ihr das Elix aufgeben, um einer Anfrage beizutreten? Ja. Ich würde mal sagen, das hier, ne? Weil Kallax wollte uns ja töten, ganz am Anfang. Ja. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Okay. So. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Oh ja. Oh ja. Gut. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Okay. Dann sollten wir mal. Liegt hier noch was? Lass uns mal umgucken. Oh, ja, hier. Eisenerz brauchen wir bestimmt noch. Mana-Trank. Was war noch hier? Talschrott. Energiespeicher. Antitoxin. Immer gut. Das gibt für die Giftigkeiten Schrott. So, Ich Separatist. kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Gib mir deine Rüstung. Ich brauche mal ein bisschen Rüstung hier von dir. Ist das. Oh, ist auch neblig hier. Schlechte Uhrzeit. Wir sollen mit Dings reden oder was? Warte mal. Das andere ist ja der komische Knochenbock hier. Rogar. Das ist er böse. Der sitzt nicht im Wald. Elex-Nachschub? Nee, nee. War das der? Nee, ich.
Ankrim möchte, dass ich im Verbund Tal nach Roga Ausschau halte. Spur ist verschwunden. War das da? Nö, ne? Oder? So. Das haben wir ausgewählt. Das ist denn da. Okay. Also abwählen. Spur ist verschwunden. Mit Akira? Warte mal. So. Müssen mit Akira reden oder was? Ja gut. Gehen wir da mal hin. Wir müssen, glaube ich, zu dem anderen komischen Typen da, ne? Der uns dann in den Wald geschickt hat. Ich glaube, mit dem müssen wir reden. Als Vermittler, ne? Genau, Vermittler hieß das Ding. So. Futter mal. Wir haben nur mit ihm geredet und trotzdem sehen wir hier ganz schön runter mit dem Leben. Verstehe ich gerade nicht. Naja. Man muss nicht alles verstehen. So, sie hat uns hier irgendwo aufgelauert. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Erstmal wieder Futter bei Mutter herstellen, komm. Ja, ja. Mehr können wir nicht herstellen. Ne? Okay, so. Liegt sie im Bett und pennt oder was? Ist Mitternacht. Okay. So. Keiner gesehen, keiner gesehen. Die liegt hier im Bett, ne? Und pennt. Was war das? Wo stell hier ja nichts an. Nein, ich will mit dir reden. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist. Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Bei den Klerikern? Okay, da ist er hier, der gelbe Punkt. Was war das? Oh, was war das? Gar nichts. Bin schon wieder weg. Bin schon wieder weg. Ist die Frage hoch, runter? Kleriker? Sind die oben oder in der Mitte? Das ist immer schwer zu sagen, ne? So. Hallo, du Nachtschattengewächs. So. Ich laufe mal auf den gelben Pfeil zu. So. Bei den Kleriken? So, pass auf, wir laufen falsch. Oh, da war da was. Zum Mitnehmen. Oder? Nee, klettern wir da bloß, ne? Nee, das Magnesium-Fakt, komm. So, du rast. Manchmal bist du mir zu echt auf der Pelle. So. Komm, ein bisschen EP-Punkt sammeln. So, du hast kämpft du auch mal hier. Echt jetzt? Alter.
Hier ist noch was Rotes. Ach, da hinten. Kommt jetzt angewackelt. Und du machst nichts, du Nachtschattengewächs. Kommt der her? Noch so ein Biest. Ja, los, mach die fertig. Mach die fertig für uns. So. Na los, lauft, lauft. Mach die nackig. Den brauchen wir nicht kämpfen. Ich glaube, der ist eh. Danke, Jungs. Ja, man könnte sie ja mal zurückziehen, ne? Okay. Also schlaf tut er nicht. So. Bei den Kleriken, wo ist der denn wieder hin? So. Den hauen wir mal weg, ne? Guck hier, mein Leitwagen. Wieder was zum Verkaufen. So. Oh, so eine. Hier ist eine. Jetzt reicht's mir! Hä? Ach, ich bin schon weg, Gott. Das Vieh mache ich platt! Ja, mach das mal. Das bescheuerte Kampfsystem. Ich werde damit nicht warm. Ich bin eher so dieser Haut-Raut-Typ und ich noch hier so 2-3 Sekunden warten. So, noch was zum Einsammeln? Nö. Gut. Kleriker, die waren die nicht in der Stadt? Da haben wir jetzt einmal die Stadt kurz verlassen und gingen gleich wieder rein. Ach ja. Hab so viel Negatives hier im Spiel, was mir überhaupt nicht gefällt. Also Zwischenfazit vom Spiel für mich ist, ich würde es nicht normal kaufen wollen. Gibt's auch sehr viel, was man hier machen muss. Oh! Noch eine. Oh. Den kann du also ein bisschen vorkneppen. Der hat ja sonst nichts zu tun. Der Knalle. Bis er tot ist. Ja, musst du zeigen, weil du kannst mit dem Ausweichen würde ich auch gerne, aber geht bei mir so schlecht mit der rechten oder linken Hand. Oh, Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Nö, warum sollte ich für dich den Rücken frei halten, Alter? Du taugst nichts in der Wurzel hier. So. Hier war nichts weiter, ne? Oder? Mal gucken. Ja,
Nee, kein Stück. Nichts mitnehmen. Das einzige Schöne ist, du kannst hier durch Feuerlage, durch das Feuer laufen und passiert nichts. So. Und da haben die Entwickler hier mit ihren Jetpack, denken sie, das ist was Großartiges, aber ich finde das auch eher störend. Naja. So. Ach, da gibt es so viel Negatives, was ich sagen könnte. Was mir überhaupt nicht gefällt. Das größte Manko ist das Kampfsystem. Die mögen ja damit zurechtkommen, die Programmierer, weil die haben sie hergestellt. Die kennt sich damit aus, sag ich mal, ne? Dadurch kennen sie das, wissen, wie es funktioniert. Und du als Laie wirst hier reingeschmissen und musst dich damit rumärgern. So. Trollkraut. Wo sind denn... Hier schläft doch jemand, oder? Oder was ist da da? Da liegt ein böses Viech. Schnell speichern. Irgendwas haut hier nicht hin. Wein, Weib und Gesang, so. Noch was? Genau, weg mit den Zigaretten. Da liegt einer, okay. Leise vorbei, okay. Jetzt muss ich doch mal auf die Karte gucken hier. Die hat uns da hingeschickt. Bei den Kleriken. Kleriken? Das ist ja hier ganz weit hinten. Ach du. Ahnst es nicht. Da haben wir keine Schnellreisepunkte. Boah, dann müssen wir von hier aus. Sandy Pines. Das wäre, glaube ich, der kürzeste, ne? Der dichteste, so. Von hier aus durch die Wälder laufen. Boah. Alter Falter. Das gehört alles dazu? Aber wir könnten ja auch erstmal mit den anderen Knilch reden, ne? Wo waren die Mission? Und der Gefährten? Nee, ne? Indexnachschub. Und der Händler, hier war der. Genau. Spurensuche. Nizo, Separatistin, Separatistin. Okay, aktivieren. Siehst du, wir sind schon gleich vor der Haustür hier. Jo. So. Ohne Mampf kein Kampf. So kann das doch nicht weitergehen. Doch, kann es. Auf Ärger kann ich verzichten. Okay. Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Klauen sollten wir nicht. Ich hab's ja gleich gesagt. Das kann man sehen, wie man will. Ja, so. Das hättest du wohl gerne. Der ist doch hier oben, oder nicht? Immer dieser Technikkram. Ja, und? Reg dich ab. Nee, wir müssen die Straße folgen hier irgendwie. So. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Genau. Quatschelt mal weiter. Wir müssen hier zu Ingrim wieder zurück, ne, oder?
Leute warten. Ah ne, wir sollen mit ihm quatschen, hier, der hier vor der Tür steht. Wo ist er? Schläft er oder was? Da. So. Was willst du hier? Nee, er nicht. Wo ist er? Hier gibt es nichts umsonst. Was willst du hier? Genau, mit ihm muss ich reden. Nee, das ist Duras. Krieger. Der ist doch hier irgendwo. Hier gibt es nichts umsonst. Was willst du hier? Suchst du etwas? Mit ihm will ich reden. Wer, es ist nicht wichtig. Ich habe den Alps gefunden. Ich glaube, es ist eher falsch, ne, oder? Aber das können wir ja gar nicht machen. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Ja, ist die Frage. Was ist richtig, ne? Ja, wir reden hier von Separatisten. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Im Westen? Sie sind im Norden? Beim Konverter? Wahrheit oder Lügen? Ach komm, wir lügen mal, ne? Sie sind im Norden, beim Konverter. Das ist ja völlig woanders, als ich vermutet hatte. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Ah, schön. Kann er uns was beibringen? Bring mir etwas bei. Kohle? Ja. Oder was kann er uns beibringen? Mal gucken. Er ist Überlebender, ne? Oder Überlebenslehrer. Kostet 1000. Hätten wir eh nicht. Hätten wir auch nicht. Das könnten wir noch. Frostresistenz. Giftresistenz. Geht auch nicht. Wie machen wir erstmal Frost, ne? Man weiß ja nie. Wobei ich teilweise das Gefühl habe, je mehr wir lernen, umso schwächer werden wir. Ich behalte dich im Auge. Ja, ich gehe doch schon. Suchst du was? Suchst du was? Nö. So, Harkon ansprechen, kann man normal ansprechen. Was passiert denn? Okay, danke. So, Unterhändler haben wir abgeschlossen. Rein theoretisch könnten wir wieder zurück zu den anderen, aber wo sind die, ne? Da müssten wir wieder andere Quests, glaube ich, erstmal. Waldputz, ne? Und die schwächte Alp, die waren da, genau. Da müssen wir da Nizol. Da müssen wir hin, ne? Vielleicht nochmal mit denen reden. Okay. So. Das heißt wieder raus. Darüber. Bemerkenswertes Land. Ja. Oder war ein Pfeil? Da war auch ein Pfeil. Ah gut, das Düsenjetpack. Kostet ja nichts. Noch ein Pfeil. So, hier noch was? Ne. Ja.
rein theoretisch auch hier runterspringen, ne? Um abzukürzen, so. Oh. Oh. So. Dann gehen wir doch mal zu unserem Auftraggeber. Wir sollten ihn ja unser Vertrauen beweisen, ne? Ist das hier durch gewesen? So, Dura, so stehe ich schon wieder. Mit Mang, so. Nicht aufs Gelbe loslaufen, sondern auf das andere hier. Wir müssen, glaube ich, hier rum, ne? Ich finde das so schwierig mit dem Mini-Radar. Du hast echt keine Straßen, die eingezeichnet sind. Oh. Oh. Hat mir aufgefallen, wir haben Setzerkot schon so oft gefunden, aber jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr, ne? Alles, wenn es in der Region abhängig ist. So. Oh. Ah, ja. Hier sollten wir besser wachsam sein. Hier unter, ne, oder? Ich sag mal ja. Ich sag mal ja. Genau. Folge der Straße. Warum gibt es hier keinen Teleporter, hä? Jungs und Mädels? Genau, ich habe mit dem Berserker Harkon geredet. Ich habe mit dem Berserker Harkon geredet. Oh, gut. Welche Antwort bringst du? Keine. Ich habe ihn belogen und eure Position geheim gehalten. Aber warum? Harkon ist auf Rache aus für den Tod seiner Männer. Und ich fürchte, nichts, was ich sagen könnte, würde ihn davon abbringen. Hm. Das ist sehr schade. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Weg zu finden, uns selbst zu schützen. Okay. Momentan muss ich euch nicht verraten. Das muss euch etwas wert sein, ne? Machen wir weiter. Moment. Ich habe euch nicht verraten. Das muss euch etwas wert sein. Du möchtest Zahlungsmittel? Nimm dies für deine Mühen, die du für uns auf dich genommen hast. Wir Abtrünnigen müssen zusammenhalten. Lass dich nicht erwischen, Commander. Ja, immerhin, ne? Also, wo ist euer Hauptquartier? Also, wo ist euer Hauptquartier? Unser Anführer Sestak hat sich im Konverter von Südabesha verschanzt. Aber sei vorsichtig und mach dort keine unüberlegten Sachen. Sie sind dort ebenso misstrauisch wie wir hier. Sprich mit Sestak. Ich bin mir sicher, dass er dich anhören wird. Sestak. Im südlich von Abessa? Und das finde ich auch so bescheuert hier an der Karte. Du hast nirgendwo so eine Regionanzeichnung. Was ist also? Außer durch... Hier ist Sandy Pikes, ja, aber du hast nicht welche... Da hast du höchst bei dem Teleporter ja zum Vor, aber du hast keine Anzeichen, wo was ist. Das finde ich total doof. Naja, gut. Was soll's. Terra, nicht aufregen. Haben keine Quests mehr bei der Waldputz? Das ist ein Waldputz. Geschwächte Alps. Ja, er rotzt uns vor der Nase. Haha, gesetzte Berserker, dann ist er wieder alle möglichen, ne? Dazu gehört auch der da hinten. Aha. Das war aber jetzt mit. So. Dann sind die wieder hier. Das sind die geschwächten Alps. Ehrlich, das sind 1, 2, 3,
4, 5, ne? Mit der Autobahn könnte man hier hopp, 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 hopp. Na gut. Er hat jetzt automatisch gespeichert. So, ihr habt doch hier Magnesiumfang, ne? So. Vielleicht findet ihr doch noch was Schönes für uns, ne? Und ich dachte, er würde uns mal was Schönes geben, aber nein, nein.